Hallo ihr Lieben, heute haben Milo und ich eine Buchempfehlung für euch und zwar soll es heute um Renegades, gefährlicher Freund von Marissa Meyer gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Als allererstes vorweg möchte ich einmal sagen, dass ich dieses Buch auch wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe das letzten Monat mit den Rezensionsexemplaren irgendwie mal ein bisschen schleifen lassen, das auch in den Videos nochmal zu erwähnen. Ich blende es ja immer nochmal mit ein, hier oben irgendwo, aber... normalerweise sage ich das auch eigentlich immer nochmal, aber ich habe es irgendwie letzten Monat total vergessen. Deswegen verspreche ich Besserungen und werde euch ab sofort natürlich auch immer wieder sagen, wenn es sich um ein Rezensionsexemplar handelt, was ich euch vorstelle. Und wie gesagt, Renegades war eins von diesen Exemplaren. Ja, was kann ich euch zu Renegades sagen? Als allererstes möchte ich einmal sagen, dass ich dieses Cover wunderschön finde. Ich weiß, dass dieses Cover absolut Geschmackssache ist, aber ich finde es mega gut. Und ich finde es mega, mega cool, dass der Verlag das Originalcover aus dem Englischen übernommen hat. Ich finde, dieses Cover passt einfach wunderbar zur Geschichte. Es spiegelt komplett den Inhalt dieser Geschichte wider und auch komplett den Stil der Geschichte. Denn Renegades ist eine Superheldengeschichte, in der es natürlich Superhelden und auch Superschurken gibt. Und ich fand einfach, dass diese Geschichte beim Lesen so ein ganz, ganz tolles Feeling hatte. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Unglaublichen kennt. Das ist ja auch so eine Superhelden-Superschurken-Geschichte. Und vom Stil her hat mich dieses Buch direkt die ganze Zeit an Die Unglaublichen erinnert. Also ich hatte beim Lesen immer so die Optik von Die Unglaublichen in meinem Kopf. Also auch vom Stil her und auch von den Anzügen der Superhelden her. Und das hat mir mega, mega viel Spaß gemacht beim Lesen. Also ich liebe ja Die Unglaublichen, den Film. Und ich muss auch mir den zweiten Teil auf jeden Fall jetzt angucken, wenn er im Kino kommt. Auf jeden Fall liebe ich den Film Die Unglaublichen. Und ich finde den Stil in diesem Film wahnsinnig cool. Und für mich war dieser Stil hier bei Renegades sehr, sehr ähnlich, weswegen ich sehr, sehr viel Spaß hatte in der Geschichte. In Renegades geht es im Prinzip um Nova und Nova gehört zu den Anarchisten. Die Anarchisten sind eine Gruppe von Superschurken, wenn man es so nennen möchte, mit dem Anführer Ace Anarcho. Und Ace ist der Onkel von Nova und Nova hat eine ganz, ganz tragische Vergangenheit, die wir auch zu Beginn der Geschichte erfahren. Und Nova wächst dann quasi bei den Anarchisten auf und entwickelt dadurch natürlich eine Antisympathie quasi gegen die Renegades, denn die Renegades sind in dieser Geschichte die Superhelden. Sie sind eine Patrouille von Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Bürger der Stadt Gatlin City zu beschützen. Und Nova hat, wie gesagt, aufgrund ihrer Vergangenheit ihre ganz, ganz eigenen Gründe, warum sie die Renegades verabscheut und warum sie die Renegades auch vernichten möchte. Und in dieser Geschichte geht es im Prinzip um Nova und ihre Rache an den Renegades. Und sie entwickelt mit den anderen Anarchisten einen Plan. Und zwar möchte sie sich bei den Renegades einschleichen. Diese veranstalten jedes Jahr einen Wettbewerb, wo sich alle Wunderkinder, so werden die Menschen mit den besonderen Fähigkeiten in diesem Buch genannt, wo die Wunderkinder sich bewerben können, um halt ein Renegade zu werden. Und dort müssen sie quasi ihre Superkräfte vorführen. Und Nova bewirbt sich bei diesem Wettbewerb. Und ob sie es schafft, sich bei den Renegades einzuschleichen und ihren Racheplan umzusetzen, das ist es zum einen, worum es in dieser Geschichte geht. Dann haben wir auf der anderen Seite dieser Geschichte Adrian. Adrian ist ein Renegade und Adrians Mutter gehörte zu den ursprünglichen Gründerinnen der Renegades und ist aber leider verstorben. Und Adrian wurde dann von zwei anderen Superhelden adoptiert und großgezogen und ist inzwischen auch ein Renegade. Und Adrian macht eines Tages eine sehr, sehr interessante Entdeckung. Und zwar hat das mit dem Tod seiner Mutter zu tun. Und er möchte nun herausfinden, was da so da dahinter steckt. Und was diese Entdeckung vielleicht jetzt wieder mit Nova und den Anarchisten zu tun hat, das gilt es in diesem Buch auch herauszufinden. Und mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht verraten, denn ich finde, der Klappentext gibt jetzt auch nicht so ultra viel her. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch jetzt nicht so viel verraten zum Inhalt. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur nochmal angemerkt haben, dass unsere zwei Hauptcharaktere, Adrian und Nova, beide ein Alter Ego haben. Also im Prinzip haben sie beide zwei Alter Egos. Also das Alter Ego ist ja immer quasi der Superheld. Also Nova ist halt Nova, aber wenn sie bei den Anarchisten ist und für die irgendwelche Aufträge ausführt oder so, dann zieht sie ihr Kostüm an und dann ist sie Nachtmar. Und bei Adrian ist es so, Adrian ist Sketch. Das hängt mit seinen Fähigkeiten zusammen und natürlich hängt das auch bei Nova mit ihren Fähigkeiten zusammen, wie die beiden dann halt auch betitelt werden. Und beide haben aber noch ein zweites Alter Ego, was ich an dieser Stelle hier nicht verraten möchte. Ich kann nur sagen, dass diese Sache mit diesen zwei Alter Egos und diesen doppelten Spielen und diesen Intrigen gegeneinander, dass das richtig
richtig, richtig gut gemacht war in dieser Geschichte und dass es absolut eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt auch in dieser Geschichte. Und ja, jetzt habe ich aber wirklich genug gequatscht zum Inhalt. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung in dieser Geschichte wahnsinnig gut gefallen hat. Ich fand, die Geschichte hat sich super entwickelt. Es hat sich immer wieder Spannung aufgebaut. Man hat sich immer gedacht, so, oh mein Gott, was kommt als nächstes? Was passiert jetzt? Oh mein Gott, wird er sie enttarnen? Wird sie ihn enttarnen? Was kommt da jetzt raus? Und also es war wirklich richtig, richtig spannend gemacht und richtig cool gewesen, das Ganze zu verfolgen, weil, wie gesagt, Nova und Adrian als unsere beiden Hauptcharaktere in dieser Geschichte sich immer wieder gegenseitig irgendwie auch verarscht haben und der eine das nicht von dem anderen wusste und es war richtig cool gemacht und die Autorin hat sich da echt was ganz, ganz Tolles einfallen lassen und ja, wie gesagt, ich fand, die Geschichte hat sich super entwickelt, man hat immer wieder neue Dinge erfahren und die Lage spitzt sich am Ende natürlich auch richtig zu und ich kann nur sagen, dass das Ende ultra fies ist. Das Ende ist so ein Ende mitten im Satz. Also wir kriegen hier noch eine Wendung vors Gesicht geklatscht und dann ist dieses Buch einfach vorbei und du denkst dir so, what? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich möchte nicht, dass dieses Buch an dieser Stelle endet. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Was passiert denn jetzt? Du kannst mir doch jetzt nicht hier diese ultra krasse Wendung vors Gesicht klatschen und dann ist dieses Buch vorbei. Also so ging es mir bei dem Ende. Renegades ist auf jeden Fall kein Einzelband. Es wird also noch eine Fortsetzung geben. Ich glaube, die Reihe ist eine Dilogie. Also es sind dann nur zwei Teile, die da erscheinen. Und ja, das Ende, wie gesagt, war ultra fies. Und ich kann zur Handlung und zum Verlauf wirklich schon sagen, dass mir das Ganze richtig, richtig gut gefallen hat. Man könnte sagen, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Ganze hätte ein bisschen kürzer fassen können. Also es war an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr ausschweifend alles erzählt und beschrieben und umschrieben. Dieses Buch ist ja auch nicht gerade dünn. Es sind 635 Seiten, glaube ich, was dieses Buch umfasst. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht seine Längen hat. Also es hat an der einen oder anderen Stelle schon mal so das Gefühl, dass du denkst so, ja, könnten wir dann jetzt weitermachen und hör auf jetzt das, auch was immer du da gerade beschreibst, zu beschreiben. Und ja, also das fand ich jetzt aber nicht ultra schlimm. Also es war jetzt bei mir nicht so, dass ich extrem dieses Gefühl von Kaugummi hatte. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass dieses Buch halt auch an manchen Stellen so seine Längen hat. Aber wie gesagt, das fand ich jetzt persönlich nicht schlimm. Ansonsten der Verlauf und die Handlung konnte mich voll und ganz überzeugen. Hat mega viel Spaß gemacht. Fand ich richtig, richtig cool. Was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass ich Nova und Adrian als unsere Hauptcharaktere in dieser Geschichte richtig gut fand. Und was ich richtig cool fand, ich konnte beide komplett verstehen. Ich konnte mich in beide komplett hineinversetzen. Ich konnte Adrian komplett verstehen und ich konnte auch Nova verstehen. Und das war für mich als Leser so ein bisschen so ein kleines Gefühlschaos, weil man weiß nicht so wirklich, auf wessen Seite man sich jetzt stellen soll. Ist man jetzt für die Anarchisten? Ist man für die Renegades? Oder wen mag man denn jetzt eigentlich mehr und wessen Ansichten kann man denn besser vertreten, weil beide irgendwie Recht haben und auch beide irgendwie Unrecht haben? Und ich finde, das hat die Autorin auch ganz, ganz toll gemacht, dass man da wirklich bei den Charakteren ist, bei beiden. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich war mehr auf Novas Seite oder ich war mehr auf der Seite von Adrian, sondern ich war komplett bei beiden und ich bin auch, was die beiden gerade betrifft, richtig gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Und ja, also was die Charaktere betrifft, Nova und Adrian sind zwei ganz, ganz tolle Charaktere, die ich mich super hineinversetzen konnte, mit denen ich auch wirklich die ganze Zeit mitgefiebert habe und wo ich auch die ganze Zeit bei den beiden war. Und ja, mehr kann ich zu den Hauptcharakteren nicht sagen, außer dass sie mir sehr, sehr gut gefallen haben und ich beide absolut gut verstehen konnte. Was die Nebencharaktere betrifft, finde ich, hat die Autorin das auch super umgesetzt. Ich fand die Nebencharaktere alle richtig, richtig gut gemacht. Die Guten wie auch die Bösen und das, finde ich, hat die Autorin super rübergebracht. Sie hat wirklich den Nebencharakteren auch so viel Leben eingehaucht, dass man da auch wirklich mit den Nebencharakteren mitgefiebert hat. Und gerade was die Freunde von Adrian betrifft, war ich komplett da dabei. Oder auch was die Anarchisten betrifft, da gab es auch den einen oder anderen Charakter, wo ich so gedacht habe, so, oh mein Gott, ey, ich fühle mit dir. Und ich, ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich wirklich nur sagen, hat Marissa Meyer hier wieder ganze Arbeit geleistet. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Bei den Luna-Chroniken war es ja auch schon so, dass ich die Charaktere wirklich alle gefeiert habe. Da gab es wirklich nicht einen Charakter, wo ich gesagt habe, der ist irgendwie doof oder der passt da nicht rein oder der ist undurchsichtig. Und so war es bei Renegades auch. Also das hat für mich alles komplett super gepasst und super zusammengespielt. Also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Hat mir richtig gut gefallen. Was das Setting betrifft, ist dieses Buch schon eine Urban-Fantasy-Geschichte. Also es ist schon irgendwie unsere Welt, aber Gatlin City ist eine frei erfundene Stadt.
wie gesagt, ich habe bei der Stadt mir das so ein bisschen vorgestellt vom Stil und von der Art her, so ein bisschen wie bei Die Unglaublichen. Aber dann hat diese Stadt natürlich auch noch ganz, ganz eigene Aspekte und Elemente. Es ist so in dieser Geschichte, dass es vor 10 Jahren Krieg gab zwischen den Renegades und den Anarchisten und dabei die Stadt ziemlich stark zerstört wurde und die wurde jetzt aufgebaut in den letzten 10 Jahren und dadurch gibt es sehr, sehr viele neue Elemente in der Stadt, aber es gibt halt auch noch sehr, sehr viel Altes und Verfallenes und ich finde diese Mischung auch richtig, richtig cool gemacht. Also was das Setting betrifft, finde ich, Marissa Meyer hat ja eine ganz, ganz tolle Stadt erschaffen, die ich mir super gut vorstellen konnte. Ich konnte mir die Orte sehr, sehr gut vorstellen, an die sie uns mitgenommen hat. Ich fand ihre Beschreibungen der Orte richtig gut. Ich fand die Szenenbeschreibungen richtig gut. Ich fand die Interaktionen, die Charaktere irgendwas an diesen Orten gemacht haben, fand ich, hat die Autorin das gut beschrieben. Also ich hatte immer Bilder in meinem Kopf und ich finde, Gatlin City ist eine wirklich richtig coole Kulisse für Superhelden und Superschurken. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass mir das Setting richtig, richtig gut gefallen hat und Marissa Meyer hat es einfach drauf, das zu schreiben. Ich finde auch bei den Luna-Chroniken hat sie wunderschöne Orte gefunden und Welten erschaffen und ja, auch war. Und auch hier war es wieder so, dass mir, wie gesagt, das Setting und die ganze Welt, in der das spielt, richtig gut gefallen hat. Aber es ist ja auch halt immer Geschmackssache, aber ich fand es mega gut. Kommen wir als allerletztes, wie immer, nochmal mit zum Schreibstil. Marissa Meyer hat einen ganz einfachen, lockeren, leichten Schreibstil, also passend auch für Jugendbücher. Man kommt super gut durch die Geschichten. Wie gesagt, an manchen Stellen schmückt sie ein bisschen zu viel aus. Das macht sie aber halt auch, um einem diese Welt und das Ganze natürlich auch näher zu bringen. Ich finde, wie gesagt, Marissa Meyer hat ja im Großen und Ganzen ein gutes Maß gefunden, das uns alles auch nahe zu bringen. Und ich finde, sie hat das sehr, sehr gut beschrieben und umschrieben. Und ja, man kann das super einfach lesen. Sie hat sehr, sehr spannende Elemente in ihrer Geschichte, sehr, sehr actiongeladene Elemente in ihrer Geschichte. Es gibt in diesem Buch auch eine Liebesgeschichte, die aber wirklich nur so am Rande eher wichtig ist und eine Rolle mitspielt. Also die dominiert diese Geschichte nicht so. Und natürlich ist diese Geschichte dadurch auch ein bisschen kitschig, was ich aber auch absolut nicht schlimm finde. Und ja, ich kann nur sagen, dass Marissa Meyer sehr, sehr spannend schreibt, sehr, sehr actionreich und wie gesagt auch so ein ganz, ganz kleines bisschen kitschig, aber halt auch sehr, sehr einfach. Also man kommt, wie gesagt, sehr, sehr leicht durch diese Geschichte. Man stolpert hier nicht über irgendwelche Sätze oder Wörter oder wundert sich zu irgendwelchen Artikulationen oder irgendwas. Also das gar nicht. Also es ist alles wirklich locker leicht. Das ist easy zu lesen und geht super locker von der Hand. Und da ist ein 630 Seiten Buch auch wirklich sehr, sehr schnell gelesen. Abschließend kann ich schon sagen, dass Renegades eine richtig, richtig coole Superhelden-Superschurken-Geschichte ist, die mir ultra gut gefallen hat. Und jeder, der gerne solche Geschichten liest mit Superhelden und Superschurken, sollte sich Renegades auf jeden Fall angucken. Also ich sag mal so, alle Marvel-DC-Fans, die gerne Jugendbücher lesen, schaut euch Renegades auf jeden Fall an. Ich finde die Geschichte mega cool. Es hat ultra viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten Teil und bin gespannt, was mit Adrian und Nova dann noch alles passiert. Das war meine Buchempfehlung zu Renegades Gefährlicher Freund von Marissa Meyer. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, außer, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!